Flohmarkt. Ich kaufe ein Buch. Du verkaufst einen Ball. Hallo, ich heiße Michael und ich verkaufe heute auf dem Flohmarkt. Hallo, so viele Sachen. Ja, ich verkaufe ein Buch, ein rotes Auto, einen Plüschbären, zwei Regenstiefel und eine Taschenlampe. Okay, ich kaufe einen Plüschbären. Wie viel kostet er? Er kostet 3 Euro. Er ist neu und sehr weich. Das sind 3 Euro. Danke. Das ist mein Plüschbär. Vielen Dank. Das ist dein Plüschbär. Viel Spaß damit. Hallo, was verkaufst du? Ich verkaufe ein Buch, ein rotes Auto, einen Plüschbären, 2 Regenstiefel und eine Taschenlampe. Okay, ich kaufe ein rotes Auto. Wie viel kostet es? Es kostet 5,60 Euro. Es ist schnell und macht Spaß. Das sind 10 Euro. Danke sehr. Das ist mein Auto. 4,40 Euro zurück bitte. Viel Spaß damit. Hallo, hast du ein interessantes Buch für mich? Ja, klar. Ich habe ein Buch über Tiere, ein Buch über Sterne und ein Buch über Magie. Es ist sehr interessant und hat viele Bilder. Oh, ich kaufe das Buch über Magie. Wie viel kostet es? Es kostet 8,50 Euro. Hier sind 10 Euro. Das ist mein Buch. 1,50 Euro Rückgeld bitte. Hallo, ich brauche eine Taschenlampe. Hast du eine? Ja, klar. Sie ist sehr praktisch und hell. Wie viel kostet sie? Sie kostet 2,80 Euro. Hier sind 2,80 Euro. Danke. Danke, die Taschenlampe ist deins. Hallo. Verkaufst du auch Regenstiefel? Ja, ich habe ein paar. Sie sind sehr schön und bequem. Super, dann nehme ich die. Wie viel kosten sie? Sie kosten 14 Euro. Sie sind auch günstig. Bitte, 15 Euro. 1 Euro Rückgeld. Danke. Viel Spaß damit. Hey Leute, ich habe fast alles verkauft. Ich habe das Buch, das rote Auto, den Plüschbären, die Regenstiefel und die Taschenlampe verkauft. Super! 3 Euro plus 5,60 Euro plus 8,50 Euro plus 2,80 Euro plus 14 Euro ist 33,90 Euro. Ja! Und ich kaufe mir
ein Skateboard. Juhu! Brauchst du noch Hilfe mit deinem Deutsch? Kein Problem. Ich helfe dir gerne. Einfach buche eine Stunde mit mir. Just book a class with me and I'll help you with your German. Or I'll help your kids learn German.